In Altamandic and Barakatas is Megan Jadin Hanta Indian Voss's Shaykhus to the Parrot, and I had Shaykhus to Rish Hashanah. Tamala Tilt, Maisa. Chassidim haben erzählt, am meisten wegen Ayid, sein Name ist gewesen Reb Leib. Reb Leib ist gewohnt in einer chassidischen Stadtel und ist gewesen als ein sehr zwimmelstück, als sehr edel Ayid, sehr bottledick Ayid. Ist gewesen sein Teva. Pasch begashmiss, ist gewesen sehr kurz. Und es gab ein schwacher Köln, und viele haben sich zu viel Seiwi. Und ich glaube, es gab eine Znur von Bitzel. Da haben sie es gewöhnt, es alle haben gewusst, dass der Leib ist ein Baumadrega-Stickel, er kann das nach Siddes, und er steht ein bisschen hoch von Elam Hase und von Gashmiss. Und ich glaube, es ist ein Jesus, arbeitet für sich stark in allen Unionen. Aber er allein ist sein Zugang zu Seiwi, das gewöhnt sehr. Sehr bottelige Wege. Nicht gerade ein bisschen Zier von Achossid, was sein Daven ist sehr still. Es hat Kemal, nicht Daven und länger wie der Minion. Er hat gehalten, also er ist nicht stehen, was er scheicht zu Daven und länger. Daven bei Wüde, bei Rückholz. Er hat gehalten, von sich hat er gehalten, sehr, sehr poschert. Nicht nur für einen Zweiten zu beweisen, poschert für sich. Er hat gemeint, also er hat gehalten, sehr, sehr poschert. Komm auf, er ist nicht gewinnt, scheicht zu seiner Chazin oder Balkere oder Sogina. Chazina Wort, er kam und nicht, er war sehr still, sehr still. Als man ihm gefragt, Chazina Meimer, Shabbos, zwischen Mincha Meirev, Chazina Meimer, hat er gesagt, er kennt nicht, weil zu Chazina Meimer darf man erst und darf kennen den Meimer sehr gut. Und man darf Poshet halten, mehr als versteht, man darf tun, als versteht in den Meimer. Und wie war das, er hat nicht getan, als versteht in den Meimer. Es ist mehr, wie kennt er das Chazina im Fahrrad Zweiz, im Fahrrad allein getan, als versteht in den Meimer. Is the male chassidus chlafak tilmash chazirin, as the grand chassidus of verbringing, is er flag sitzin, the last day of the bench, the bank dritten, und er flag sein still die ganze Zeit, nicht dafür in der Mail, post of all the karten, as alle seine kluge von ihm, und alle können reden besser von ihm, und a filo, gulis gwein jünger, bei der verbringing, er hat gelost andere reden und schreien und sagen, a filo, as matem gefragt amol, nu sag a word, und er nicht kämmel, nicht gesagt zu voll, chaim, sehr, a edle, zmüse, poste, kitzir, Het gaat naar Cholum. De leven gaat naar Cholum. Als één dag zijn tochter wat gaat zijn hebben met dat om. Met hem gaat doen. Dat is gewoon zijn Cholum. En bij hier joim. De tochter is geworden alter. Het gemaakt als schiddich met dat bocher. Met hem gaat doen. Zijn naam is gewoon Herschel. Hirsch. Hirsch is gewoon alles wat er heeft gecholum. Ja, Tomim. Hem is het Tomim. A fire. Herrschen, es gibt ein paar Alte von wegen seiner Schwere, es gibt ein Punkt verkehrt. Es gibt eine Hüche und eine Brite und er hat gerade eine Sackkühl, was man redet, also der ganze Zimmer schrockelt sich. Und bei der Verbringung, er ist gesessen gleich in Mitten und er fliegt schreien und nehmen eine Sache Chaim und eine reinsorgende Ölum und er fliegt kochen und jeder hier mit der Pagre und jeder Indien, was er ist gekommen, ist er wird gemohnt, er fliegt kochen in dem und schreien wegen dem und tummeln dem und sein Davin ist gewähnt, Barichus, Gedeilo, Und er fragt Schachten als Achsidis und Chazin im Emorichsidis, jeder zweite Schabbis und sagt, Pchal, Azir von Atomim, Mamisch, was er hat gecholen. Und er ist sehr zufrieden, der Leib ist sehr zufrieden, er hat bekommen, als er Chosin hat er bekommen, Chassan sie nan. Und er hat gemacht Chassine. Nachdem er hat gemacht Chassine, Chassidim fragen Sorgen, als der Leib ist Mamisch, als er Kopf, als er ruhiger Kopf, als er hat einen tiefer Kopf. Und der Hirschel hat also ein geistiger Herz. Hat mir gesagt, dass man sich zusammengelegt und gemacht, wenn sie ein Chos ist, wollte nicht gewinnen, dass ein Chos in der ganzen Welt. Nicht gewinnen, dass ein Chos. Kitzel, es ist ein kummerischer Schonne. Es kommt der erste Nacht in der Schonne. Und der Schwer mit der Chos, sie gehen in den Reis vom Stub, sie gehen in den Schul. Ein Schofer, weißt du, ein Schofer, Herr Münchow, man geht in den Schul, das Schul sagt, zu Hillem. Sie kommen an den Schul. Und der Leib, wie er der Jahr, er steht zwischen der Arme der Bar, er hat sich sehr poste hier, er steht, er sagt zu ihm.
Okay, der Hirschel ist nicht der Stamm, der Stamm der Bar, er ist Atomim, und er ist ein Oivid, und er ist ein Bestiglatzir. Er geht nicht da rein mit dem Stamm, er geht da rein in der Chedesheni, in der Chabad-Mitzir. Bei der Oivid. Er geht dort rein, und er hebt dann Trachten am Meimer. Ich weiß, er ist schon am Meimer, Binyan am Malchus, und alle Jungen fangen sich schon. Er tief sich am Meimer, er hebt dann allein gespürt, was bekommt der Meiriv. Von der ersten Nacht ist er schon, er heißt der sehr ernste Zeit. Ich sehe, das ist Masber, als der Chais von der letzten Jahr ist schöner Ruf, schöner Weg. Und der neue Chais, der kommende Jahr, kommt nach Europa bei Tkis, und Mele zwischen der Zeit ist sehr, die ganze Welt hat sich verstrickt, manchmal, war gar nicht. Sehr ernste Zeit, wie ich auch sehe, sehr ernste Zeit. Und bei der Rebbein fragt man davon, Scheuss und Scheuss und Scheuss, der erste Nacht der Schöne. Bei Chsidem, ich frage, ach, Chsidem, alle Chsidem, fragt man davon, Scheuss, Scheuss, sehr ernste Meirem, das gewöhnt. Da viele Rebbe, was man nicht gesehen, Berabim, bechall der Rebbe, fragt davon, Berabim mit dem Minion. Bei Chidus fragt der Rebbe davon, bei Richus. Aber der erste Nacht der Schöne, viel bei der Rebbe, ist gewöhnt sehr ernste Nacht, aber sehr, sehr ernste Meirem. Und der Zils, als ein Topfchen, hey, ist einmal getroffen, als der Friedrich Rebbe ist gestanden, gesagt, was sagt Scheuss. Und nach der Davonin, ist der Friedrich fast gewähnt, den ganzen Davon. Ist der sagt, also gewähnt man mich ganz nass. Ist zugegangen, einer von den Chassidim, hat das aufgegeben, hat sich gewascht sein Pannen. Hat ihm gefragt, der Gabe, was wascht sein Pannen. Hat er gesagt, verstehst, du meist mich absis. Du meist mich absis. Und wer wascht ist, der Averis mit dem Meist. Das ist okay. Sagt mir, Rabbi, es ist ein bisschen anders, du meinst. Dann in der Gegend, du meinst, mich hab's jetzt, was ich nehmt, Rabbi, du meinst. Ich bin nach Hause, und ich bin nach Avram Elia Axel, und ich komme da in Amerika. Chal, als man gefragt bei der BMC, man soll kommen in Amerika, hat man gesagt, sicher nicht, nicht nur, du babisch, aber alle Tzadikim und Gdelim haben geassert, als jeden sollen fahren in Amerika, weil es mit, es gewinnt der Treffen in Medina, und er hat sich alles hier schwer. Und keiner hat nicht gekannt halten sein Matze Vruchni, aber Rav Melia hat Friedrich Ebert gelost und Friedrich Ebert gesagt, als er geht in der Gas, er sagt, er muss bei verbringen, Rav Melia jetzt geht in der Gas in New York und er chasert trachtig zu dies und Friedrich Ebert hat mal gesagt, ich hat, als Rav Melia, ich kann maftieren sein, Rav Melia hat kämlich aufgeben seinen Kopf zu gucken auf der Hiche Benjonim in Manhattan, das heißt, das ist ein Bechal für ein Chassid von Russland, kämlich gesehen, als der Hiche Benjonim mehr wie zwei Stock. Aber als man vielleicht lang kommen, von ein paar Stunden gucken, es können manchmal ein Spall werden. Er sagt, er kann nicht aufgeben, seinen Kopf zu gucken. Er sagt, Melia ist geworden ein Rav in Baltimore, ist geworden ein Rav in einer Schule, einer orthodoxen Schule. Und komm, wenn er sehen hat, man hat nicht verstanden, in der zweiten sehr gut, er ist geworden Mammisch von Lubavitch und sie sind geworden orthodox, von einer amerikanischen Menschen. Es ist geworden einfach, dass ich suche ihm. Ein paar Stunden von Lubavitch, er geworden angewöhnt, als man geht angetan mit Zitzes über den Händel. Und sie haben gewollt, er soll tragen den Händel über den Zitzes. Und der Friedrich-Rebbe ist angekommen in Amerika, ist, wenn er ist angekommen dort in Baltimore, ist man gebeten mit Friedrich-Rebbe, er soll sagen, Avram Elia, er soll pasch tragen den Händel über den Zitzes. Ist der Friedrich-Rebbe gesagt, dass er soll tragen den Händel über den Zitzes. Aber er hat gerade gesagt, schon, ist nicht gewollt, er soll werden, ob es ein amerikanischer Mensch ist, was er hat getan, ist er genommen ein Händel, er hat ausgeschnitten, also von der Kaller, von also ein Stückel, also, hat es reingelegt in seine Jackel, mit der Kalle, aber nur versteckt er ist. Aber das ist nicht gewinnt in ihm. Es ist nur sein, dass er wird Amerikaner. Für den Menschen tut er das. Da kitzelt der erste Nacht, ist er schon, der erste Jahr, was er ist gewinnt, der Rav, ist der ganze Minion hebt sich an Davinen Meiriv. Und, wie man gesagt, sehr ernst, er ist eine sehr ernste Zwille. Und er steht bei der Wand und Minion Davin und Minion endigt Davinen und komm, alle wollen zugehen zu Rav, sagen, na, gute Jahr. Wir kommen nach Brache, aber Appelle. Der Rav hält ihn mit den Davonen. Es ist ein Kilmisch gesehen, als er sagt, ein Mensch soll halten ihn mit den Davonen, wenn der Minion sich kennt, was soll man halten mit den Davonen? Keine Schleine. Er sagt, Kitzel, sie warten, bis nach ein paar Minuten. Emser geht zu und er sagt, sie soll ihm, darf sein, bis er sagt, er weint mit den Davonen, ein Mensch soll weinen. Der Davon ist länger wie der Minion und er weint, was weint er? Kitzel hat gewartet und ist gestanden und verscheuß. Geschütze, er ist alles in ihm gegangen. Die nächste Woche, Mittwoch, sie machen Amiri. Sie rufen zu der Rav und der ganze Wurz in der Schule, man setzt sich weg und man sagt zu der Rav, als wir will lassen der Rav wissen, als wir haben alle gesehen, letzte Woche, Rishashone, wie du es gewähnt, wir schaßen Davinen und sie baden uns an Sach.
Wir wollen uns dann kennen uns wehnen, und wir wollen uns dann unsere Rav soll wehnen, und wir sichern uns bei Beschatz und Davenen soll davon wehnen. Und im Mele ist, wenn man getracht, was war der Rav, und man verstanden, als der Salary, was man zugesagt hat, ist nicht massiv, und der Vater Rav wehnt, und im Mele ist, wir gehen geben ein bisschen Lassari, und von einem Tag darf sich schon Davenen wehnen bei Davenen, hoffentlich. Ist der Kitzel, bei Chassidim ist der erste Nacht schon eine sehr ernste Tfila. Is their leib und their ishul, they coming on in shul, they coming on the erste Nacht, Rosh Hashanah, und steht mit dem Minyan, und der ishul, der chassidische junge Mann, der Zier, geht in der Chabad Mitzvah. Der Minyan hebt sich an, und der leib, davet mit dem Minyan, Wort bei Wort, und der ishul ist tief in der Meimer, seit nicht dafür, dass man es angeben, und er sei will er. Und der Minyan endigt sich. Und komm auf, wenn das Leib lässt sich nicht gerne viele Minuten nach Dominion, ändert sich mit Dominion, und geht der Kuka rum, geht zu ihm gehen, und sucht, wo ist der Herrscher? Er sagt ihm, ich bin der Elam, trägt er schon in der Chabadnis, und jeder was sagt, ja, es gibt etliche junge Leute, und alte Jeden, und ein paar Bachrim, was stehen, und trägt den Chassidus, und tun da Wöde von der ersten Nacht, ist schon. Und zwischen sie ist der Herrscher steht, und sehr vertieft in der Meimer, und komm auf, wenn er hat nicht, er sagt nicht, dass er ein Schwer kommt da rein, und er schweigt, guck, er ist ein Spot, was Simcha, Zuma, gib a guck, was er hat, und er ist bekommen, er steht, und er trägt sich das, sein Mama ist ein Cholm, was er ist gecholm, sein ganzes Leben, was haben er was soll er tun? Er kann nicht, er will nicht daheim gehen, weil er wird daheim gehen. Und man wird mal fragen, Kasches, wo ist der Hirschel? Und sie wollen nicht verstehen, wenn er das Problem ist, wenn er sich nicht bequem ist, er geht weiter für ihn. Bis dann geht er nicht mehr zu lange, geht weiter für ihn. Nehmt er sein Tillim, hört uns sagen Tillim. Er sagt Tillim, ja, da ist 20 Minuten, geht er ein Kucker rein, wo der Hirschel halt. Und Steven der Meimer, Kitzer, einer endigt, und ein zweiter endigt, und ein dritter endigt, bis der letzte junge Mann, was steht dort, und jetzt der letzte Mensch in der ganzen Schule ist der Hirschel. Er steht und er tracht und er hat nicht, er ist geworden verloren am Meimer und geht. Die ganze Schule ist ledig, nur der Leib und der Hirschel. Leib sagt der Hillim und jeder Promenade geht er, guckt er rein und passt der Schatten nachher. Und er guckt durch die Säge und er wird ein bisschen nervös. Und soft, der Hirschel endigt, muss gehen sein in der Meimer. Und er geht er, guckt er rum, er sagt, das Kind ist nicht da. Und er hat sich, also er hat sich ein bisschen mehr gewöhnt zu viel. Und er wundert sich, wo der Schwer geht, er guckt raus in der größten Schule, er sagt, als der Schwer steht und sagt, Hillim, tracht er bei sich, wow, als ein Bittl, der Kajid, ich rede bei der Verbringung wegen Bittl, und ich tracht mein Morgen wegen Bittl, aber gib ein Kuck, aber soft, ich fühl sich zu viel, gib ein Kuck, als ein Jeder, es ist bei ihm, es ist ein Bittl, der Kajid, der hat nicht von sich, es ist, und er sagt, Hillim, und er wart für mich, ich bin halb ein Jahr, und er steht, und er wart für mich, mit der Covid. Es ist sehr schwer, was ich überkommen ist. Also ich bin zufrieden, zu bekommen, als ein Chosses war schwer. Und er prüft Davin etwas schneller zu abendigen. Er endigt Davin. Und sie beide gehen raus vom Schul zusammen. Jeder ist sehr zufrieden, der Schwer ist zufrieden, als ein Tomim. Und der Tomim ist zufrieden, als ein bisschen dicker Schwer. Und sie gehen sehr stille Heiz. Jeder ist sehr vertragt. Und der Schwer, es geht ein Dreher rum zu Hirschel, sagt ihm, sagt er, lebt der Hirschel. Zweitens, wenn wir kommen nach Heim, die Freuen, die Weiber gehen uns fragen, was genommen hat so lang. Und besser, man soll sagen, wir machen das so. Wenn wir sagen, sie, als eine Freude sich gechallischt in der Weiberschule, und man hat er gedacht, er ist auf uns, aufhängen. Besser, man soll sagen, wenn wir sagen, also, soll ich denken, scheinbar. Was ist Mama sehr spät? Sagt er, okay, aber er sagt, dass der Schwer sehr nicht bequem, weil es ist ein Edel jeder, kann ich sagen, Schäcker. Sie gehen still, und er sagt, der Schwer sehr vertracht. Nach einer Weile sagt der Schwer zu der Hirschel, sagt ihm noch einmal, du weißt, es ist nicht Mama ein Schäcker, was wir sagen, weil Sof, ich sehe dir gesagt, als der Ebenster ist der Isch, und der Jid ist der Isha. Und die jüdische Nisham ist die Isha. Und die Nisham, was tut man bei Davin? Was tut man bei Davin? Was prüft man dann bei Davin? Man prüft auf bei Davin. Die Nisham ist ein bisschen verschlafen und verchallischt. Und man prüft auf wegen der Nisham ein bisschen. Bei Meila ist es nicht, dass er schäkert. Sie sagen, dass er freut sich, verchallischt. Und der Weiberschule. Und man darf auf wegen, es ist nicht, dass er... Es ist
Vier rechtes Punkte der Linie. Okay. Sie kommen nach Hause, sie klappen auf der Tür und die Weiber stehen dort und sind nervös. Was ist geschehen, was ist geschehen, was ist geschehen? Sagt der Hirschel. Der Frau, er freut sich, du weißt nicht, du kennst nicht bleiben, was sie getroffen. Was sie getroffen, sagen wir, er freut sich, er freut sich, er freut sich in der Weiberschule. Und man hat sich gedacht, du, wegen. Er freut sich, er freut sich in der Weiberschule, wow, so. Nun fragt ihm sein Freund, der junge Freund, sagt er, sag mir, hat er mit wenn zu wegen? So, der Hirschel trägt eine Sekunde, er geht eine Kracht, er sagt, Sie sagen der Emmes, ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht. Morgen bei Tkiz, wo ich schon wissen, was Emmes mit Zlech gehören zu überwecken. Das ist der Meister von der Zwechsinn, was der Nekude von der Meister ist, Kmuva und Apashata, was ist als der Ingen von der David in Rishe Shana und allemal, aber Befrat Rishe Shana ist, als er dort in der Shama und der Shama ist verschlafen. Und mit dem haben wir geendet letzte Woche, was der Alter besagt in Perikites in Tanja, as says da a matzev in a neshama was the neshama is in galus shchinta be galus neshama is in galus wie es steht für shava weile kecha es shvusta the pasuk sagt when it gets to mashiach für shava weile kecha shvusta was the teich für shava weile kecha shvusta as the ebeshter vet gein kleiben alle yidden was einen beshivya was einen in galus. Aber es steht nicht, Chazal sagen, es steht nicht, wer Hishiv, als der Ebeshe wird sie zurückbringen, nur Veshav, er wird zurückkommen mit sie. Veshav meint, der Ebeshe wird zurückkommen. Was heißt, der Ebeshe wird zurückkommen, die Jeden sind in der Galus. Das ist Chazal Teitschen, als Schchinte bei Galus. Der Teitsche ist, als Schchinte, wenn Jeden gehen in der Galus, die Schchinte geht mit sie in Galus. Aber Mela, Tag ist, Veshav, weil er kann, und nicht, dass der Ebeshe, was es nicht in Galus geht, und nimmt er ist die Jeden von Galus. Und der Ebeshe ist auch in Galus, bis die Jeden in Galus. Und Veshav, der Ebeshe mit der Jeden, wollen zurückkommen von Galus. Und Chassid ist Teitsch, was ist der Teitsch, als der Schchinte bei Galus, was meint, dass der Ebeshe ist in Galus? Das ist der Teitsch, der Ebeshe ist in Galus. Wie kann der Ebeshe sein in Galus? Das ist ein bisschen nicht der Masse mit der Musik von der Ebeshe. Chassid ist das Masber, was steht bei Kitzer in Kabbalah, aber Chassid ist das Meirich, der Masber, als Galus Aschchina ist, wenn der Neshama kommt herab in Aguf, das ist der Galus Aschchina. Galus Aschchina ist der Neshama kommt herab in Aguf. Was ist der Seder von der jüdischen Aguf? Wir haben das gelernt ein bisschen in Perik Yudzayin, aber lassen wir das überchassen. Was ist der Seder? Was ist der Chai? Wie darf sein? Wie ist gestellt Ayid? Ayid, Bechlau, sein Chai ist, kommt nicht von derselben Platz, wo Agoi bekommt sein Chai. Agoi wird geboren mit einem Nefesh. Also wie Abbeimer hat ein Nefesh Achyunis. Und der Nefesh geht Chai, ist belebt der Guf. So wie die Batteries von der Guf, der Nefesh von der Goy, das geht Chai, ist der Guf. Ayid hat ein Nefesh Elikis. Und Ayid Chai kommt von seinem Nefesh Elikis. Agoy Chai kommt von seinem Nefesh Achyunis, der Nefesh Abahamis. Und Ayid Chai kommt von seinem Nefesh Elikis. Aber, viele der Ayid Chai, was kommt von seinem Nefesh Elikis, sie kommen nicht direkt von einem Nefesh Elikis, weil Nefesh Elikis ist es ist Elikus, es ist nicht so wie ein Nefesh Abahamis. Aber mir ist auch nicht ein Scheiches, kein Jaches, kein Treff, so ein Guf, ein Gashmi. Und nehmen Chais von einem Nefesh Elikis und das reinlegen, in ein Guf kann er sein direkt. So darf sein Nefesh inzwischen. Und was ist das? Das ist die jüdische Nefesh Abahamis, Nefesh Achyunis. Das heißt, dass Ayid, er bekommt von seinem Nefesh Elikis Chais, aber jener Chais geht er durch den Nefesh Abahamis. Ist ein Guf Nefesh Abahamis, was tut er mit der Guf? Er tut ihm der Guf, was er will. Er ist ein Nefesh Abahamis, er sucht Bahamis, er sucht Taiva. Und er tut, er führt dann der Guf zu gehen und tun der Taiva, was er will. Ayid Nefesh Abahamis, wie darf er sein? Ayid Nefesh Abahamis darf sein anders, wie Agoy Nefesh Abahamis. Er ist nicht da zu tun, was er will. Er ist nur der Memutza, was nimmt der Chais von der Nefesh Elikis und bemehle der Ratsen von der Nefesh Elikis und er bringt das Arab Lameisa in der Guf, als der Guf soll tun, was der Nefesh Elikis will. Das ist, wie Ayid darf sein. Das heißt, was ist der normale Weg, wie Ayid darf sein? Also er hat ein Nefesh Elikis, was das ist ein Chais, und der Nefesh Elikis schickt der Chais durch den Nefesh Abahamis rein in Guf, und der Nefesh Abahamis folgt, was der Nefesh Elikis will tun. Der Nefesh Elikis ist der Balabas, der Nefesh Abahamis ist der Knecht, und der Nefesh Elikis sagt der Nefesh Abahamis, nimm mein Chais und tu mit dem Kach und Kach. Also wie Balabas, was sagt sein Knecht, nimm der Geld und kauf Kach für Kach. Gut. Was ist der Teich Schinta Begalusa? Schinta Begalusa ist der Teich, als es geworden da ein Balagan. Was ist der Balagan? Als anstatt der Seder, wie es darf sein, als der Nefesh Abahamis
soll nehmen der Chayes von der Nefschalikis und soll verstehen, dass der Chayes balanzt der Nefschalikis und mein Arbeit ist, zu das herabbringen in der Guf und Tom, was der Nefschalikis hat gewollt tun mit der Guf, ist der Nefschal Bahamas hebt an Tom Aserville. Hebt an Tom Aserville, nehmt der Chayes von der Nefschalikis, gammelt es weg, aber anstatt Tom, was der Nefschalikis hat gewollt, ist geht und nehmt der Chayes und tut, was will. Das ist der Teich, a Guf, a Neshome, was ist in Golos. Neshome, was in Golos meint, als ist geworden, gefangen, hat ihm gehabt, zugehabt, den Efschabam, der zugehabt sein Chayes, und hat ihm reingelegt in Golos, und es ist Rachmanus auf den Neshome, weil es ist wie ein General, was man gehabt von der zweiten Armee, und man macht ihm Schissen an gegen seine eigenen Soldaten, ist dieselbe Sache, man nimmt den Efschabam, es ist gegangen mit den Efschabam, den reingelegt in Golos, und nutzt seine Chayes, nutzt zu schlagen an gegen sich. Zu tun und kegen seine eigene Ratsin, und das ist der Gäste Rachmanis auf den Neshome, es ist der Golus auf den Neshome. Es ist ein paar der Werte, was meint das, als Jid, wenn setzt mit seiner Fleischkeugen, geht den Gast und hat der Koyach zu sein, von wann kommt der Koyach her hier? Koyach her hier ist der Chais von den Nefschalikis, geht ihm der Koyach her hier. Der Nefschabahamis nimmt der Eugen und macht ihm gucken, wo darf nicht gucken. Aber mit welcher Chais? Was ist der Chais, was nutzt, zu gucken, wo darf nicht gucken? Das ist Chais von den Nefschalikis. Das ist der Teich Golos Aschrin. Also nimmt, nicht dass folgt nicht den Nefschalikis, nimmt den Chais von den Nefschalikis und nutzt das zu schlagen und kecken den Nefschalikis. Nimmt sein eigenes Chais und schlagt dann gegen ihn. Nimmt sein Fies und das Hilchot war erwähnt. Nimmt sein Mäuel und redet auch schon. Alle Chais, nicht der Teich, dass folgt nicht den Nefschalikis oder tut nicht, was den Nefschalikis will. Das ist eine Sache. Also tut nicht, was den Nefschalikis will. Es ist nicht der Teich, dass jeder hat ein Nefschal Bahamas und hat ein Nefschalikis. Und man kann andere folgen den Nefschal Bahamas, andere folgen den Nefschalikis. Ayid, alles was tut, kommt von den Nefschalikis. Jeder Pula, jeder Mova, Ayid atem sich, jeder Sach, wo Ayid lebt, jeder Minute, kommt von seinem Nefschalikis. Kann nicht leben, nicht von seinem Nefschalikis. Lebt von seinem Nefschalikis. Das ist der Meister. Lebt von seinem Nefschalikis. Und bei Mela, tut der Aver, ist nicht der Teich, dass gelegt den Nefschalikis auf Zeit und genommen jetzt leben mit seinem Nefschabams. Nimmt noch als den Nefschalikis, aber nutzt der Geist den Nefschalikis. So gehen und kacken den Nefschalikis. Der General darf schießen an Kegen sein, mit zwingt der General schießen an Kegen sein eigene Armee. Und stellt sich weiter, Rachmanus auf den General darf schießen an Kegen sein eigene Armee, weil er ist in Golus. Ist bei Mele, ist was getreffen ist. Der Nefschel Bahamas hat gemacht, der Tolstake, hat getan, ist richtig, hat gelost, der Nefschel Ikiz ein reinfallen in den Händen von Nefschel Bahamas. Jetzt was? Was kann treffen? Als der General ist gehabt geworden, ist geendigt. Bis Emis er kommt von den Dresden und geht in Freien, er allein kann sich nicht befreien. In Chavosh Matthias Asmi. Is was getreffen mit Yanin Neshama? Sogt Alter Rebbe in Perikyu Tess, das haben wir gelernt, sogt Alter Rebbe, als wenn man sagt, dass die Neshama ist gehabt geworden, soll man wissen, dass es da in der Neshama verschiedene Madrigas ist. Es ist da Chachmische Benefesh, was das der Ätzim an Neshama, man kann rufen, der Yechidische Benefesh, was dort in das Meer Erin Zerf, der Chachmische Benefesh geht kein Mensch drein in Golos. Geht kein Alle andere Madrigas und Beginners von den Neshama können reingehabt werden in Golos, aber der Chachmische Benefisch kann kein Mensch reingehabt werden in Golos. Der erste Neshama kann kein Mensch reingehen in Golos. Der Nefesh Abraham ist nicht der Kirch, zu mir reingehabt. Okay. Ist nur so, soll er ein Psaris helfen? Was hilft er nicht der Reis? Was hilft er nicht der Reis? Die andere Jid Tag, die Jid tut alle Sachen. Er ist nicht in Golos, soll er helfen den Neshama. Sagt man, er schläft. Er ist Shin. Er ist Bebchina Shin. Kommt er, als wenn er Jid geht nach den Nefesh Abraham, es ist dort zwei Sachen, was tun sich oft an derselben Zeit. Es ist dort alle Beginnis von den Nefesh, was sind in Golos, und sie kennen gar nicht an. Sie sind in Schwuyen bei der Yitzram, Schinter bei Golusa, es ist Golos, es ist ein Ingen von Golos. Und danach ist dort der Chachmische bei Nefesh, er ist nicht in Golos, er passt schlaft. Passt schlaft. Was geht ihm aufwecken? Was geht ihm aufwecken? Sagt man, es ist dort eine Sache, was er sehr energiert zu der Chachmische bei Nefesh. Der Chachmische bei Nefesh, was weckt ihm auf, ist eine Sache. Und das ist, was der Chachmische Benefesh für ihn zu sein abgerissen von der Eberste, verlieren sein Verbund mit der Eberste, für ihn, das weckt ihn auf. Als fühlt, als es da etwas sein Konner da, als wird abgerissen werden von der Eberste, das geht ihm gleich auf. Ist bei Mela, Kozman, der Nefesh Abraham ist, erst Trefis, und es Michal Hashem, tut alles mit den Averis, ist oder Afruma Yid, was er hat Lashon Hore, und tut alles... Kozman, er tut die alle Sachen, aber er hat nicht. Es ist nicht klar bei ihm, als geht jetzt sein abgerissen von dem Mister, wird der Mensch sein zu tun die Sachen, und der Chachmische Benefesh wird der Mensch sein zu schlafen. Weil er hat nicht, das ist er da.
Damas is, als er geht ja, prissen von der Ebenstar, aber er schafft das nicht. Bei der ich klar, merkst du, denn auch Pirev sagt der Alter, wenn es kommt zu gehen auf Messias Nefesh, als man sagt, der Ebenstar, der Ebenstar, jeder eine versteht, der Ebenstar, wird sein Abgriss von der Ebenstar, den Chach, der Ebenstar wächst sich auf. Der Chach, der Ebenstar wächst sich auf, wenn er fühlt, als er geht, er sein Abgriss von der Ebenstar. Das, wenn er wächst sich auf, und der Alter, der will er ausbringen, und das, was er geht, Masbe in der Hemmschicht, ist wie bald, als der Chach, der Ebenstar, verstehen wir, als der Chochme Shabbanefesh wächst sich auf, bis Schaß erfüllt, als er ist in der Sakonne zu sein abgerissen von der Ebenstar, bemehle, lau mir Masber sein zu der Jid, als nicht nur, wenn man redt wegen Aveder Zorre, nur jeder Aveder Mamisch und jeder Mitzvah Mamisch ist ein Matze, was oder geht, wird verbunden mit der Ebenstar. Oder er wird abgerissen von der Ebenstar, jeder Machschove, jeder Dibbe, jeder Meister, also wird es verstehen, ist wird erkennen, aufwecken sein Chochme Shabbanefesh, nicht nur zu nicht der Ebenstar, sondern in seinem tagtäglichen Leben. Das ist eine gewaltige Sache. Sie können aufwecken der Chacham Shem Nefesh in der Post der Mittwoch. Und das ist, was der Alter will rausbringen. Aber wie, was ist das? Aber Avedesore versteht man. Avedesore wird abgerissen von der Ebenstar. Aber Stamma, kleine Avede, wird man abgerissen von der Ebenstar. Ist das, was der Alter gibt bei Richus Gedöde von Perichov bis Perichov zu Masben, dass er je soll verstehen. Er soll verstehen, Tage der Emes und klar, als jeder sagt, Mama, ich reiße mal vom Lebensstil, was das wird ihm geben, der Koyach zu aufwecken, der Chachbischer Benefisch. Und als er weckt auf der Chachbischer Benefisch, ist mir mehr, wird er haben, der Koyach zu überkommen, alle seine Sünden. Das ist ein gutes Gewinn, Schirach, Sivach, Simon, Tewe.